und auch alle drehen am Rad. Aber ich möchte euch mal ganz kurz erklären, warum jetzt zum Beispiel verschiedene Sachen geschlossen werden, Schulen und so, Veranstaltungsräume, Gewandhaus hat zugemacht und so weiter. Das ist so, man muss da zeitig anfangen. Stellen wir uns mal vor, das hier ist einer, der ist infiziert. Hier, ich habe einfach mal eine Figur rausgenommen. Die auf der, danke, eins. So, jetzt hat man berechnet, dass eine Person, die den Virus hat, der muss nicht krank sein, das merkt man erst nach 14 Tagen oder bis zu 20 Tagen, da verbreitet der den Virus. Zwei werden im Durchschnitt angesteckt. Mal, manchmal mehr, manchmal weniger. Durchschnitt heißt so um die zwei. Ja, es kann nur manchmal mehr sein. Ich nehme mal da einfach keine zwei. Also zwei. Zwei. So, jetzt sind da zwei angesteckt. So, die stecken natürlich auch noch Leute an. Auch klar. Also, ihr ahnt es. Jeder wieder zwei. Es geht schon gar nicht mehr drauf. Sind das vier. So. Alle von einem. Es ist ja nicht bloß einer, aber für mich reicht jetzt wirklich erstmal einer. Jetzt sind wir bei vier. Was kommt jetzt? Hat jemand noch Ahnung, wie viel die vier einstecken? Was? Acht. Acht. Acht, das stimmt. Das, ich höre es auf, ich höre es auf, keine Panik. Das ist mir dann zu viel. Was denkt ihr, was jetzt passiert beim letzten Feld? Das sind hier 64. Hat jemand, sagt mal was, in der Zahl? Nee, es müssen ja mehr werden. Gut, in der Wirklichkeit werden es vielleicht... Drei. Guck mal, wir sind schon bei 8. Hä, was? 9, 20, 16. So, pass auf. Ihr müsst ja immer von Feld zu Feld einfach nur verdoppeln. Und dazu habe ich jetzt hier erstmal kleiner, etwas, alles ein bisschen kleiner, weil ich nicht hinkriege. Also theoretisch 1 auf dem ersten Feld, das sind schon 2 Körner. 2 auf dem zweiten Feld. Das ganze Spiel nochmal, bloß viel kleiner. Und jetzt nochmal die Frage, na, ich brauche mal nicht beim 64. Feld, ich brauche mal beim 32. Das ist der Hälfte. Wie viel sind infiziert, wenn sich immer verdoppelt, von Feld zu Feld verdoppelt? Vorschläge? Sag was? Das Doppelte. Ja, das Doppelte. Sag mal eine Zahl, das Doppelte. Also, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 256. Ja, das kommt aus der Computerbranche. 512. Genau, du kennst das. Wahnsinn. Und jetzt sind wir hier bei der Hälfte. Was dann? Über 1000. Über 1000. Über 1000 ist richtig. Es ist bei, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, bei, also bei Feld 21 ist es schon 1 Million. Bitte was? So, bei, ich habe das vorhin mal am Computer ausgerechnet, bei Feld 31 haben sich schon 1 Milliarde Menschen angesteckt. Also, ja, so, eben, das ist der Sinn der Sache. So, ihr merkt jetzt ganz deutlich, es hat keinen Sinn, wenn hier in dem Haufen irgendjemanden Hausarrest erteilt. Ja? Das bringt überhaupt nicht, wenn hier einer mal zu Hause bleiben muss. Oder wenn aber hier vorne jemand zu Hause bleiben muss, der Einzelne, der Erste, oder die Zweiten, oder Dritten, Vierten, dann lohnt sich das schon eher. Und deshalb ist jetzt hier so eine Panik bei uns. Also, bei Feld 64, da würde der Sandhaufen da draußen nicht ausreichen. Ja, das, ja. Und so ein Feld betrachtet das mal als zum Beispiel Deutschland, oder betrachtet das als Europa, oder betrachtet das als die Welt. Oder betrachtet das als Stotteritz, ist egal. Irgendwie so. Ich wollte das bloß mal zeigen, dass das jetzt wirklich ernst ist, dass man das jetzt machen muss. Die Leute heimschicken. Ey, das ausartet. Hier kannst du nicht mehr machen. Hier ist vorbei. Ja, so. Gut, jetzt habe ich das Theater. Das war's. Ja.